CD-ROM. Dieses Produkt ist nur auf CD-ROM erhältlich. Greenwood Entertainment. Zeit, in der das Gute und das Böse dicht beieinander liegen, in der Pest und Tod ein ständiger Begleiter der Menschen sind und das Schicksal von vielen in den Händen von wenigen liegt, seid ihr die Auserwählten, deren Bestimmung es ist, den Kampf um die Macht zu entscheiden. Ich habe nach euch geschickt, damit ihr wisset, dass die Zeit gekommen ist, die Prophezeiung zu erfüllen. In euren Händen liegt die letzte Hoffnung eines ganzen Volkes. Führt unsere Truppen in die Schlacht, um zurückzuerobern, was der Feind uns genommen, und eure Belohnung wird der Platz an meiner Seite sein.
So, herzlich willkommen hier bei mir, Adolf Moon, meinem schönen kleinen roten Auge, beim neuen Projekt Crusade aus dem Jahr 1994 und ich hoffe inständig, euch sind nicht gerade die Augen ausgefallen. Ja, wie ihr seht, spielen wir in der unglaublichen, ich glaube eigentlich ist es sogar nur eine 320 mal, na das ist nicht mal 240, vielleicht 200, also 320 mal 200 Auflösung, die halt ein bisschen aufgeplustert ist, allerdings ohne schärfere Textur. Ja, es ist ein Rundenstrategiespiel und ich weiß noch gar nicht, wie lange ich dieses Projekt mache. Aber ich hatte einfach Lust dazu, gerade weil ich ja auch hier Third Age gerade vorbereite, was ja im Prinzip auch ein Rundenstrategiespiel ist, nur halt 15 Jahre später. Und ja, diese Gegenüberstellung, die fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, worum geht's? Es geht um vieles, allerdings nicht über Kreuzzüge. nicht um Kreuzzüge. Sondern es ist ja, also es ist einfach, es gibt auch später dann noch Drachen und Zauberer. Also ich hoffe, es wird witzig. Und ja, wie ihr hört, gibt es unheimlich scharfen MIDI-Sound, den ich persönlich ja fast ein bisschen nervig finde, denn weiß ich auch noch nicht, ob ich den anlassen soll, könnt ihr mir ja mal sagen. Und wir, hier funktioniert das alles noch mit so alten Codekarten. Ja, und ihr habt ja auch gesehen, in der Vorschau gab es eine extra Werbung für CD-ROM, dass dieses Spiel auf CD-ROM erscheint. Naja, weil ganz am Anfang war es nicht, da gab es auch viele Skeptiker vor dem CD-ROM, weil es ist ja eine Read-Only-Memory, also nur was zum Beschreiben, nicht zum Wiederbeschreiben gewesen. Und ja, da gab es einige Skeptiker. Aber wir wollen jetzt gleich erstmal anfangen mit der Hauptkampagne. Das war auch im Prinzip das letzte Video, was wir gesehen haben mit diesem König, was ich auch toll fand. Der hat einfach gesagt, los, erobere das mit unseren Feinden zurück und damit war es das. Ja. Naja. Die heißen natürlich nicht Ishtar, sondern Isle of Moon. Beziehungsweise wer heißt sogar Isle of Moon? Ja. Und hier können wir jetzt eben insgesamt 140 Punkte auf unsere vier Sachen aufteilen. Und ich bin ja jemand, der Charisma braucht man nicht. Ich habe lieber Führungsqualitäten und Gesundheit. Wir brauchen schon Gesundheit. Komm, Charisma, machen wir auf 29 runter, dann Glück auf 40 und Führungsqualitäten auf 41. Ja, das ist unser alter Ego. Und ja, ganz hübsches Schild und dann wollen wir doch mal loslegen. Sind Sie mit den aktuellen Einstellungen zufrieden? Ja. Sei gegrüßt. Danke. Wir haben von dir schon viel Gutes gehört. Weiß ich. Wir jetzt entschlossen haben, deinen Tatendrang in neue Wege zu leiten. Unsere Besitzungen auf Telemos benötigen einen neuen Führer. Schiffe dich sofort dorthin ein und unterwerfe das Land unserem Willen. Dein Auftrag ist erst dann beendet, wenn das ganze Land seinen König anerkennt. Du alles. Bist entlassen. Ja, sieh geil. So, nicht wegrennen vor der Grafik, ja. Es ist wirklich ein süßes Spiel, muss ich sagen. Sonst würde ich es ja auch nicht spielen. Es ist, glaube ich, das erste Strategiespiel gewesen, das ich je gespielt habe. Und ja, das hier ist die Karte. Das sind wir. Isle of Moon, Titel Baron, Alter 36 Jahre. Wunderbar. Und das ist unser Gegner. Otto. Wir kämpfen gegen Otto. Auch ein Baron, auch 31 Jahre. Und ja, hier oben sind Einstellungen und sowas und das Speichern, Laden, Spielen, Verlassen. Ist klar. Hier wird die Jahreszeit angezeigt, allerdings insgesamt hier kann man diese beiden Balken ausblenden. Da man den Balken oft braucht, lasse ich den drin, aber den hier oben, den nehme ich raus, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Hier haben wir eine Minikarte. Und ja, hier sitzt der Gegner mit ein paar Einheiten. Das Weiß symbolisiert, dass die Einheiten hier neutral sind. Und ja, man kann auf alle Gebäude und Einheiten klicken und dann also gedrückt halten. Die geben dann auch immer so eine schöne Rückmeldung, Milord. Und dann kann man hier gucken. Info. Ein Ritter. Symbol. Mensch. Krieger. Gesundheit gesund. Sehr gut.
Versorgung. Ausgezeichnet. Vorräte 125. Verbrauch, glaube ich, 5 pro Tag. Also hat der, könnt ihr selber rechnen. Erfahrung 0, Distanz 1:1, Moral 50, Kampfkraft 101 von 120. Warum nicht 120? Ja, wartet auf Befehle. Momentan Strategie standhaft. Okay. Das ist ein Dorf. Arme Dorf. Großartig. Und hier Dorf, Zutritt für, nicht verfügbar, etc. pp. Na gut, dann bewegen wir doch mal. Also wir sehen schon, der Ritter hat eine echt hohe Reichweite. Und damit nehmen wir doch mal die siegreichen Truppen, nehmen den Ort ein und übergeben ihn eurem Besitz. Bada. Das ist hoch. Das wollte ich nicht. Weg, Straße, na Mensch. Milord. Da der aber noch so viel übrig hat. Sie, ja, genau. Nehmen wir auch noch, was ist das eigentlich? Huch, Intrigen. Nein. Ortsstatus. Bauernhof, All of Moon. Kornernte 154, Angriffsstärke 108, Verteidigungsstärke 121. Ja, das ist doch der Ritter im Prinzip, oder? Ja, ich glaube. So, ach nee, ich wollt ja noch weitergehen. Milord. Dann gehen wir mit dem auch noch hier drüben. Und was haben wir hier? Hast du etwa einen über den Durst getrunken? So, haben wir hier noch jemanden drin? In unserer großen Burg. Können wir über die ganze Umgebung gucken. Alles klar. Das ist vermutlich aufgeben. Das ist die Karte. In welchen Orten wollt ihr die neuen Truppen kaufen? Im Dorf? Okay, also wir sehen schon, im Dorf können wir das hier kaufen. Das sind Soldaten, Schützen, das ist ein Katapult. Zauberer, anscheinend nicht. Wie die heißen, habe ich auch vergessen. Was das ist, weiß ich auch nicht. Und das ist ein Lazarett, das weiß ich noch. Okay, erstmal brauchen wir ein bisschen Einheiten, darum machen wir das mal so. Puh. Kaufen. So, können wir die... Nein. Zu Befehl! Sire, diese Einheit kann heute keine weiteren Befehle mehr entgegennehmen. Warten, bis sie morgen etwas ausgeruht ist. Warte? Nein, wartet. Okay, tut mir. Gut, dann sind wir soweit erstmal fertig, glaube ich. Das ist der böse Bauer und... Wow! Warum hat denn der so viel und ich so wenig? Okay. Wollt ihr euren Spielzug wirklich schon beenden? Nein, ich will ihn nicht schon beenden, ich will ihn jetzt beenden. Otto ist am Zug.